Was geht, Leute? Salamu alaikum. Wir sind heute wieder hier mit einem neuen Vlog. Ich bin seit ungefähr 26 Stunden wach. Ich gehe gleich so ein, zwei Stunden pennen. Habibis, eine unerwartete Sache machen wir heute. Wir fahren morgen nach Essen mit meinen Cousins. Ich muss da was klären. Und ich dachte mir, Bruder, Paderborn ist auch in der Nähe. Wer lebt in Paderborn? Hamlet. Also ich dachte mir, lass mal einfach Hamed stürmen. Warum nicht? Auf Lachkick. Er hat keine Ahnung, dass ich morgen, übermorgen zum Paderborn komme. Nur sein Bruder weiß Bescheid. Gio Montana. Mein Plan ist, wenn hoffentlich alles klappt. Wir sehen uns morgen, Habibi. 6,5 Stunden später. Hallo. Seid ihr da? Bam, Hadi, ich komme. Wir sind im Auto. Mit meinem Kuss. Hast du heute gepennt, mein Bruder? Gar nicht. Gar nicht? Tot. Stark. Also ich fahr und Meta fährt, hä? Bruder, wenn du mit meinem Auto fährst, Bruder, ich glaube, wir kommen da nicht mehr lebend an. Doch, Bruder, doch, vertrau mir. So, wir haben jetzt Cousin abgeholt. Diese kleine Chojuk hier muss gleich schlafen, weil der war ganze Nacht lang wach. Und dann, ja. Entweder ich fahre oder meine... Du steigst jetzt aus, Digga. Was babbelst du da? Was babbelst du da? Du steigst jetzt aus hier. Halt deine Fresse, fahr weiter. Oh, 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 schöne Essen. Guck mal denen. Der andere Cousin hat hier seine Essen. Dieser Cookie. Dieser Cookie schmeckt Baba, oder? Wunderbar. Egal, Jungs, gönnt euch eine. Jungs, kurze Kippenpause. Wir haben kurz in irgendeiner Tankstelle gestoppt. Bruder, hier ist ein schönes Aussicht, ja? Guck mal. Wow. Wow. Sieht echt schön aus. Guck mal, wir sind so ganz normal hier am Chillen. Der Bre fährt. Wie ist das? Guck mal, den hier. Alter. Guck mal, der geht schlafen einfach. Wie ein kleiner Der Bre ist am Chillen. Wir haben jetzt wieder kurz einen Stopp gemacht und ich muss euch etwas zeigen. Oh, guck mal, Dena. Hell no, man. What the fuck? Hallo, macht man sowas? Macht man sowas? Sag doch was, Marek. Guck mal, hier steht eine Person und der redet nicht. Sag doch was. Sag was! Offiziell Stau, offiziell in 4K, 4K, caught in 4K. Der eine hat schon hinten abgekackt. Der ist am Sterben. Der hat seine Hoffnung aufgegeben. Der Fahrer wird langsam aggressiv. Er will uns wegboxen langsam. Guck mal, wie der lächelt, Alter. Oh, Hamed, Bruder, warte ab. Mein Hack hole ich noch raus. Ich habe gesehen vorgestern diese Tier mit Rohat und so. Ihr habt mich einfach in B reingepackt. Ich werde euch noch auseinandernehmen. Diese Messi werde ich noch mitnehmen. Warte ab. Warte ab. So, Messi-Kin. Probleme nach Problemen, Cousin. Wir sind jetzt wieder irgendwo gestoppt, ne? Wir haben 17 Uhr oder sowas. Ich muss euch ehrlich sein, Auto ist gefickt, Bruder. Halttank ist schon weg, die Luftdruck von Reifen, alle gehen so schnell runter, ne? Und hier gibt's nicht diese Luftdruckding, Bruder. Wir sind gerade in irgendeiner verlassenen Stelle, aber wir können einfach Reifen nicht pumpen, Cousin. Alles geht. Wallah, Bruder, wir haben es irgendwie geschafft. Ich muss jetzt ganz kurz was klären hier in Essen. Ein paar Sachen machen, dies, das und dann. Ich glaube, entweder heute so gegen 1 Uhr oder morgen gehen wir dann nach Paderborn, Cousin. Ja, man sieht sich heute. Zweiter Tag. Damals auch. Flieg, bitch, hey, sag mal, hey, put it on. Wir sind am Paderborn angekommen. Wallah, arschkalt, Bruder. Wir gehen jetzt im Hotel rein, chillen ein bisschen und dann mal schauen, was passiert, Cousin. Wallah, ist arschkalt. Das ist unser Zimmer. Guck mal, hier 1, 2 und 3. Wir pennen hier, Bruder. Wallah, wir pennen einfach hier. Guck mal. Ewa, Paderborn ist am Leben. Ich schwör auf meiner Mutter, Digga, guck mal. Einfach Paderborn. Ja, haben wir zur Abwarten. Ich werde noch seine Messi klauen, Alter. Alle. So, Jungs, wir sind
sind jetzt unterwegs, wir gehen was essen. Auf jeden Fall, hier gibt es mehr als in meiner Stadt. Wir gehen jetzt, was gehen wir essen? Bruder, diese Tacos. Tacos? Unendlich viele Tacos. Ich habe noch nie in meinem Leben Tacos gegessen, Digga. Nach was schmeckt das? Bruder, nach Tacos halt. Guck mal, was ein Auto. Stabil, alter Mann fährt einfach. Digga, das ist doch das gleiche Auto, was ich auch fahre. Ich hab alles, das war nur weiß. Auf jeden Fall, wir gehen was essen, kleine Foto gleich. So Jungs, wir wollten Tacos essen, ist das geworden. Wir sind zu KFC gekommen in Paderborn. Sanki başka yeri yoktu ama ne yapayım. Wir essen jetzt Chicken. So Jungs, selam aleykum. Wir machen jetzt Wing-Test, Geschmackstest von KFC Habibi. Tamam, Chicken Wing. Hadi bismillah. Kommt böse. Mhm. Ist gut, Jungs. Ist gut. Wer macht Geschmackstest bei KFC, Land? Jeder kennt doch KFC, Mann. Salamu alaikum. Wir sind wieder da, Jungs. Padawan ist am Leben. Wir haben ein bisschen gechillt. Ich habe meinen Brat Gio Montana Sahbe gesehen. Ich habe jetzt Repulli geholt von Tankstelle. Kameramann wird natürlich nicht bezahlt. Wir jagen Omar Masari heute. Egal, oder ich habe wieder so viel Scheiße gelabert. Mach aus, mach mal. Dritter Tag. Jungs, oder wir haben 7 Uhr. Guck mal, die Raben, Bruder, die viele Morde hier, habe ich gehört. Kriminales Stadt. Auf jeden Fall, Bruder, wir haben 7 Uhr. Wallah, wir könnten nicht pennen. Das mit Hamid stürmen, wie ist das? Das mit Hamid stürmen, der ist heute in Köln, aber morgen sind wir auch hier. Also Gio versucht zu klären, mal sehen, was passiert. Vielleicht fahren wir gleich ein bisschen ein paar Runden im Stadtcousin. So, Jungs, wir haben 7 Uhr morgens. Paderborn ist am Leben. Da ich Bahnhof oder so, keine Ahnung, Bruder. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich Hamid treffen, ihn stürmen mit einer Sturmmaske. Aber er muss anscheinend heute Köln gehen. Das nennt man in unserer Sprache Verrat, Verrat vom Feinsten. Auf jeden Fall. Mit wem hast du Minecraft durchgespielt, hä? Mit wem? Mit mir. Und was machst du jetzt? Verrat am Feinsten, Cousin. Ich und Omar Masari jagen dich für noch einen Doppelkieferbruch, Cousin. Warte ab. Ich bin hier gerade unterwegs. Hamid, ich suche dich, mein Bester, ne? Eine Ewigkeit später. Hamid, guck mal, wie viel Uhr wir haben. 8.35 Uhr. Ich weiß, dass du heute zu Köln musst, mein Bester. Du musst dir irgendwie dein Bett und dein Haus verlassen. Ich bin auf 180 gerade. Irgendwie musst du von deinem Haus rauskommen, Cousin. Ich halte hier wach. Links, rechts, sogar hinter mir sind sogar Augen. Ich muss schon sagen, Paderborn ist der schönste Welt der Welt. Ganz ehrlich, wenn man hier so läuft, denkt man sich schon so. Bruder, wir sind gerade irgendwo. Wir haben die ganze Zeit nach Hamid gesucht, Bruder. Wallah, wir sind irgendwo gelandet, Cousin. Was ist das? Warum ist die hier? Wo gehen wir hin? Ja, hier ist 100, klar, gib ihn. Assalamu alaikum, Jungs. Wir sind immer noch Paderborn. So sieht Leben hier aus. Heute könnten wir leider Hamid nicht jagen, nicht passiert. Aber egal, ich bin noch bis Montag hier. Mal sehen, was passiert. Du hältst die ganze Zeit Mikrofon zu, dankeschön, Bruder. Ja, auf jeden Fall, Paderborn, schönen Cousin. Das ist meine Tante Merhem, Urgroßtante. Sie haben meine Tante zu Stein verwandelt, weil sie ihn okay geschummelt hat. Harte Zeit. Hier haben wir unseren Nenosch. Einer meiner Urgroßeltern. Sie wollte andere Sachen machen. Sie hat Hexerei gemacht. Sie wurde auch zu Stein verwandelt. Hier haben wir Hasibana. Hasibana hat immer Essen gemacht, ohne seine Hände zu waschen. Und deswegen, Hasibana hat immer Essen gemacht, ohne seine Hände zu waschen. Und deswegen war seine Verstrafung leider, in einen Stein verwandelt zu werden. Und das ist meine Familiengeschichte. Weiter geht's. Da ist eine Person jetzt, der fotografiert irgendetwas. Ich gehe zu denen hin und laber einfach irgendeinen Scheiß, weil mir ist langweilig. Bismillah. Hallo, Entschuldigung. Fotografieren Sie? Ja. Was fotografieren Sie hier ganz genau? Hier ist nur ein Baum. Ja. Den Baum auch, den wollte ich jetzt gerade fotografieren, aber hier gibt es einen Eisvogel. Aha.
Das ist so ein ganz bunter Vogel. Ich kann Ihnen mal eben ein Bild zeigen, wenn Sie möchten. Wollen Sie den Vogel schnappen, oder? Ja, wollte ich fotografieren. Ach so, machen Sie das geschäftlich? Nö, nö. Ach so, einfach so Hobby? Einfach Spaß. Hm? Wenn man darauf wartet und wenn man sich drum kümmern muss, dass man irgendwo hingeht, hier zum Beispiel oder so, man geht und spaziert und im Alter ist das gut, wenn man ein gutes Hobby hat. Die Kamera sieht aber sehr dick aus. Ja, hat bestimmt mehr als 50.000 gekostet, bestimmt. Ja, so viel. Der Preis ist nicht entscheidend. Der Preis ist hier ist oben. 4K, ne? Bestimmt. Ja, eine 4K-Auflösung und so mit Weitwinkel. Nee, habt ihr nicht. Nein. Es geht, ist keine Filmkamera. Kann man auch damit Videos drehen? Kann man auch, aber dafür ist die eigentlich nicht gedacht. In erster Linie, das kann sie auch, aber das können sie heute alle. Ich habe mitbekommen, die benutzen diese Kamera auch 18 plus Filme zu drehen. Stimmt das? Nee. Ach so. Habe ich noch nicht gemacht. Ich fotografiere, das ist viel zu aufwendig, die Filme hinterher dann zu bearbeiten. Ah, okay. Das bringt es nicht. Das okay. Ja, alles klar, Dankeschön. Ich wollte ja nur fragen. Nein, ja. Nein, Dankeschön. Bruder Ayb, ja, wallah. Ich werde in Hölle brennen, für was ich da gerade gemacht habe. Ich schwör auf meine Mutter, ich werde in Hölle brennen. So, Jungs, wir wollten jetzt auf jeden Fall was essen. Ich habe auf TikTok gesehen, das sollte bester Burgerladen in Paderborn sein. Heißt Berlin Curry. Ich weiß nicht, ich glaube diese TikTok-Schiene irgendwie nicht. Das werden wir jetzt austesten. So, Jungs, auf jeden Fall. Mach mal den Handring weg, Mikrofon. Dankeschön. Auf jeden Fall, ich bin jetzt da reingegangen. Ich habe mir einen Cheeseburger und Cola bestellt. Und wir werden gleich schauen, wie die das alles machen. Ich bin gespannt. Abo, Abi macht Schiffer, Maschallah. Abi macht Schiffer. Cousin, wie lange arbeitest du schon hier? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Was bist du für ein Landsmann? Hm? Was bist du für ein Landsmann? Von wo kommst du? Welcher Land? Bangladesch. Bangladesch? Ja. Boah, stark. Burger sieht aber schon lecker aus. Ehrlich. Wir machen alles frisch. Ja. Alles frisch? Stabil. Gemachter Mann. Brotfleisch, alles, also Salat war alles frisch. Ja. Gemachter Mann, Maschallah. Paderborn Nummer 1 im Paderborn. Nummer 1 im Paderborn, ja. Oder? Ja. Oh, Maschallah, Alter. Wei! Hareket, stabil. Ey, wa Jungs. So, hier schon unser Essen. Das ist in so eine Pfanne gekommen. Ist das eine Pfanne? Was ist das? Wie nennt man das? Bruder, keine Ahnung. Egal, das ist meiner. Und das ist seiner. Also, der Typ macht jetzt erstmal natürlich, wie das schmeckt. Ist zu denken. Bismillah. Na, wie schmeckt's? Schmeckt ganz okay, Bruder, aber weiß nicht. Okay, Bruder, okay. Jetzt bin ich dran. Wir machen erstmal Cola. Wir machen erstmal Cola-Geschmacktest. Bismillah. Schmeckt halt normal wie Cola. Jetzt kommt der Big Boss. Warte, Bismillah. Spaß. War nicht lustig, egal. Boah, Bruder. Boah, Putzer. Cheeseburger. TikTok hat gesagt, wollte krass schmecken. Bismillah. Die Leute haben gesagt, das sollte krass schmecken. Die Biene. Das ist eine Biene. Kameramann rein. Okay, also wir haben gesagt kranke Burger, aber in Deutschland sagt man, Walla, der Burger hat nicht geschmeckt. Noch ein Tag, Ende, vorbei, ich gehe schlafen. Hatte gute Nacht. Vierter Tag. Hey, Jungs, heute ist letzter Tag. Mal sehen, was passiert, Cousin. So, Jungs, bevor wir Paderborn verlassen, müssen wir noch eine kleine Sache machen. Wir haben hier mit Peppers American Restaurant in Deutschland. Da gibt es Pancake drin, alles. Wir gehen jetzt da rein und wir schauen mal, wie das alles ist. Wie willst du noch zoomen? Ja, Cousin, mal sehen, was passiert. Wir sind jetzt in irgendeinem amerikanischen Restaurant. Hier ist, was ist das? Cupcake? Pancake? Guck mal, die essen schon, die warten nicht auf mich. Wie schmeckt der Pancake, Cousin? Ja. Saftig, Bruder. Guck mal, stabil. Schön flauschig. Dankeschön. Ja, mein Dr. Pepper. Schön flauschig, schön, Bruder. Schön flauschig, Bruder. Iss mal nochmal, komm. Gib ihn. Warte, Bruder. Du machst hier den hier, tunkst hier ein bisschen rein. Boah. Guck mal, wie die Laden hier aussieht. Guck mal, das ist mein Babygirl. Gleich kommt doch mein Pancake und dann mach mal einen schönen Geschmackstest. Was ist das? Bruder,
Ach so, Miss Pepper, Werbung, ja genau. Wir haben jetzt unser Pancake erhalten, Bruder. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Pancake gegessen. Und Dr. Pepper habe ich einmal getrunken, wo ich meinen 18. Geburtstag, aber egal. Bismillah, erstmal Dr. Pepper ausprobieren. Schmeckt okay. So, jetzt haben wir hier unser Pancake. Erstens, Bismillah sagen. Kollege hat mir gesagt, ich muss das hier ein bisschen rantun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier so. Sehr schön, sehr schön. Erstmal. Ein bisschen Eis. Chill, Bruder. Erstmal ohne Eis. Oha. Warte mal, warte mal. Jetzt mit das hier. Oha. Delicious. Delicious. Walla billa. Delicious. That's the American way, my brother. Also bis jetzt. Stabile 8 von 10. Genau. Stabile 8 von 10. Dr. Pepper 1,5 von 10. Aber diese Pancake. Und die Amerikaner essen das als Breakfast. Die Aussicht ist so. Also diese. Hier, diese. Ja, ja, diese Aussicht hier ist auch. Guck mal da, Jim Beam, Route 66. Was ist Jim Beam? Ich weiß nicht. Die letzten Zeiten in Paderborn. Ja, es war schön. Leider könnten wir Hanna nicht treffen, aber es ist noch nicht vorbei. Da wird auf jeden Fall noch eine zweite Teil geben. Und glaubt mir einfach, zweite Teil wird rasieren. Es kann sein, dass ich dich dieses Mal nicht gefunden habe, Hamid. Aber ich war jetzt hier. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ich habe meine Connections aufgebaut, Cousin. Ich habe gute Connections mit Leuten, die du kennst, die du chillst. Aber natürlich, du hast keine Ahnung davon. Ich sag's dir nur so, wie es ist. Teil 2 wird früher, als du denkst, kommen, okay? Ich bin noch nicht fertig in Paderborn. Ich habe Paderborn auseinandergenommen. Und es geht auf jeden Fall noch weiter. Warte. Wenn wir kommen, dann zweimal ein Schlick.